Herzlich willkommen zur nächsten Trek-Continuum-Folge. Da sind wir wieder, denn es gibt was Neues von Star Trek. Und zwar ist Star Trek Prodigy rausgekommen, Anfang Juli. Die komplette zweite Staffel ist erschienen bei Netflix und die haben Martin und ich uns jetzt angeschaut und wollen jetzt in dieser Folge darüber mal ein bisschen sprechen, wie wir die so fanden, die zweite Staffel von Prodigy. Hi Martin. Hi, hi. Genau, Prodigy, wir haben es auch bei der letzten Folge, die wir aufgenommen hatten, das war dann das Staffelfinale von Discovery, nee, nicht das Staffelfinale, das Serienfinale von Discovery gewesen, haben wir schon gesagt, dass es jetzt erstmal so eine, ja, etwas größere Lücke bei Star Trek geben wird, und dass wenn Prodigy dann rauskommt, dass dann ja auch eher so eine Art Lückenfüller dann für uns ist, bis dann die nächste Live-Action-Serie rauskommt. Jetzt ist die zweite Staffel draußen, komplett am Stück erschienen. Das wussten wir ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie jetzt genau die Veröffentlichungspolitik da aussieht, ob jede Woche eine Folge kommt oder ob sie es irgendwie splitten in zwei Teile, erst die ersten 10, dann die nächsten 10. Wussten wir damals alles noch nicht, aber jetzt wissen wir es. Sie haben die komplette zweite Staffel am Stück rausgebracht und ja, ich habe die... Was hältst du davon, von dem Veröffentlichungsformat? Ist, glaube ich, für die Serie vollkommen okay. Also für die Serie fand ich das jetzt gut. Da es halt wirklich auch nur irgendwie so ein Lückenfüller ist und jetzt nicht irgendwie so eine Serie, wo ich irgendwie von Folge zu Folge irgendwie ja, dann so ein bisschen mitfieber so richtig und drauf ganz gespannt drauf warte vielleicht so. Ich glaube, das ist schon das richtige Format für die Serie. Also vielleicht hätten sie es auch in zwei Teile splitten können, ne? So irgendwie 10 Folgen und dann nochmal 10 Folgen. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz okay gewesen. Aber jetzt so jede Woche eine Folge, weiß ich nicht. Also für mich persönlich weiß ich gar nicht, was dafür spricht, jede Woche nur eine Folge rauszubringen. Also ich find's gut. Weil ich mag dieses Binge-Watching und es nervt mich eigentlich immer so ein bisschen, wenn du halt wirklich nur eine Folge hast, wenn du gerade so ein bisschen wieder reinkommst in die Story und so weiter und so fort und ja, cool und ja, jetzt bin ich drin, jetzt hat's mich gerade so richtig gepackt. Ja, das war's dann jetzt für diese Woche. Verdammt. Ja. Ja, also vor allem auch bei diesen kurzen Folgen. Ich meine, Prodigy, ja. Die Folgen sind sehr kurz. Die sind irgendwie, was sind die, zwischen 20 und 30 Minuten oder so. Da macht es dann, glaube ich, auch noch weniger Sinn. Wenn du dann eine ganze Woche gewartet hast, dann irgendwie für 25 Minuten, dann musst du wieder eine Woche warten. Theoretisch können sie auch jede Woche zwei Folgen rausbringen. Aber ja, na klar, sowas würde natürlich auch irgendwie gehen. Aber trotzdem würde sich das dann bei so einer langen Staffel würde sich das natürlich auch dann ganz schön hinziehen, ne? Also das ist ja 20 Folgen. Wir haben jetzt von den ganzen anderen Serien bei Star Trek halt immer nur so 10 Folgen pro Staffel. Ja, und selbst wenn du jetzt sagst, die anderen sind halt eine Stunde lang, Prodigy ist halt immer nur eine Folge, immer nur eine halbe Stunde. Das ist schon. Ja, wenn sie zwei rausbringen würden, dann wäre es auch wieder bei einer Stunde, okay, aber. Ja, aber ich fand's gut, dass es eine so lange Staffel war. Ich fand's gut, es hat mich gefreut, dass sie die alle komplett auf einmal rausgebracht haben. Und dass ich mir im Prinzip selber einteilen kann, wie viel möchte ich denn jetzt eigentlich gucken, hintereinander weg. Möchte ich die ganze Staffel gucken, dann wird es ein langes Wochenende. Oder 10 Stunden am Stück ist halt schon eine Ansage. Aber, oder annähernd 10 Stunden. Aber ich kann halt selber unterteilen. Und wie hast du es gemacht? Wie hast du Prodigy konsumiert? Ich glaube, innerhalb von einer Woche irgendwie pro Abend irgendwie ein oder zwei Folgen oder irgendwie sowas. Und dann nochmal ein oder zwei Folgen. Aber auch nicht jeden Abend. Also ich habe ein oder zwei Abende dann irgendwie ausgelassen und dann am Wochenende glaube ich auch nochmal eine etwas längere Session gemacht mit mehreren Folgen hintereinander.
Also ich habe eine ganze Menge immer am Stück geschaut. Also, Na, bei mir war es so gewesen, ich hatte ja 2 Wochen Urlaub gewesen und dann, also genau Monatsanfang, und dann habe ich im Urlaub, habe ich dann abends mal angefangen, dann noch so im Bett irgendwie eine Folge anzumachen. Und das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht oder so im Urlaub dann, 2, 3 Mal, also in der ersten Urlaubswoche. Dann waren wir die zweite Urlaubswoche, waren wir ja zu Hause gewesen. Und da habe ich dann den Rest geguckt. Also da habe ich dann auch immer relativ viele Folgen dann am Stück hintereinander geguckt. Und dann war ich eigentlich innerhalb von ein paar Tagen irgendwie, also auf jeden Fall in der zweiten Urlaubswoche war ich dann durch. Also insgesamt habe ich auf jeden Fall die Serie dann in, sage ich mal, vielleicht 1,5 Wochen dann oder sowas dann geguckt gehabt. Aber wie gesagt, in der zweiten Woche deutlich, deutlich mehr auf jeden Fall. Ja. Ja. Der einzige Nachteil, den ich sehe, aber es ist für mich auch nicht so wirklich ein Nachteil, ist halt, ja, okay, du hast jetzt eine Woche Spaß oder 1,5 Wochen Spaß und dann machst du es erstmal wieder für ein Jahr. im Prinzip für, du bist dann halt einfach wieder eine ewig lange einfach komplett weg von Star Trek, weil es keinen neuen Content mehr gibt. Und Im Herbst kommt noch Lower Decks. ja, okay. Nochmal eine Diese, Woche im Herbst. Yay! die sind ja von den Staffeln her auch immer ein bisschen länger, glaube ich. Ne? Die waren ja auch schon, glaube ich, auch 20 Folgen. Ne? Das Lower Decks immer. Ja, aber die waren, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde lang oder sowas. Ja, die Also. sind auch, von der Folgenlänge sind die auch auf jeden Fall natürlich deutlich, deutlich kürzer. Ja, also insofern, ich sag ja, im Herbst noch mal eine Woche oder zwei. Und das war's dann auch. Also. Ja. Ja, da gucken wir mal, wie da die Veröffentlichungspolitik aussieht, weil ich glaube, Lower Decks dürfte ja dann nicht bei Netflix kommen, so wie jetzt Prodigy, sondern dann wieder bei Paramount Plus. Das wird ja sowieso, das ist ja dann sowieso jetzt hier die große Frage, was sich bei Paramount Plus denn überhaupt tut, nachdem sie jetzt verkauft wurden. Naja, die Also, wurden nicht verkauft, sondern die haben sich doch zusammengetan mit Skydeck. naja, mehr oder weniger. Ja, also es ist offiziell, es ist eine Fusion, Ja. aber de facto haben sie die ganze Zeit eigentlich nach einem Käufer gesucht. Und haben mit Skydance, heißen sie, glaube ich, mit Skydance Studios, jetzt auch einen Käufer in Anführungsstrichen Partner. gefunden. Ja, im Endeffekt, der Besitzer von Skydance, der wird der neue CEO. Also, ich würde sagen, sie sind schon mehr oder weniger verkauft worden, auch wenn es jetzt offiziell eher als Fusion dargestellt wird. Sie haben sich, dieser Milliardär, dieser Chef von Skydance, der hat sich halt de facto mit einer Mehrheit da eingekauft und hat jetzt das Sagen. Also er wird definitiv da sicherlich einiges umkrempeln. Und ich bin gespannt, was das denn alles für Auswirkungen haben wird. Ja, also vor allem für Star Trek, ja, genau. Ja, klar, Ja. logisch. Vor allem, nee, Star Trek ist das Filetstück von Paramount. Ja, also, aber was Ja. passiert auch mit dem Streamingdienst Paramount Plus, der immer noch absolut rote Zahlen schreibt und noch nicht profitabel ist? Und das hat natürlich alles direkt oder indirekt Auswirkungen auf Star Trek. Also ich glaube, dass auch diese äußeren Umstände werden sicherlich noch mal relativ spannend und da Ja. wird sicherlich noch mal eine ganze Menge irgendwie passieren. Schauen wir mal. Hauptsache, sie kommen nicht auf die Idee, weil ja Skydance die Kelvin-Timeline hervorgebracht hat, dass sie jetzt irgendwie die Hauptzeitlinie mit der Kelvin-Zeitlinie ersetzen oder so. Nein, Nee, keine Ahnung. was meinst du mit ersetzen? Naja, halt die Story im Prinzip in der Kelvin-Timeline eher fortsetzen, als jetzt dann Das Serien in einer Hauptzeitlinie zu machen. ja, das ist durchaus etwas, was mich jetzt nicht so sehr wundern würde. Andererseits glaube ich, dass mit Discovery, Strange New Worlds,
Also ja, Discovery Strange New Worlds, dann haben wir auch noch den Ableger Starfleet Academy natürlich. Also mit diesen ganzen Serien, glaube ich, da ist schon durchaus wieder ein relativ gutes Momentum einfach auf der klassischen Timeline. Und insofern wage ich eher ein bisschen zu bezweifeln, dass sie von diesem Momentum da irgendwie quasi weggehen und jetzt wieder ein bisschen mehr die Cable-Timeline propagieren. Weil die letzten Filme in der Cable-Timeline waren, glaube ich, auch nur noch so, also die waren immer noch Erfolge. Aber ich glaube, es war jetzt nicht mehr so dieses Riesending. Nee, Das nee. waren jetzt nicht die Mega-Erfolge. Und der vierte Teil ist ja auch schon irgendwie seit gefühlten Ewigkeiten irgendwie in Vorbereitung, wo es dann immer wieder Ja. irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Ja, zum Beispiel, dass der Hauptdarsteller keinen Bock hat. Ja, Oder was weiß ich was. ich habe jetzt irgendwie gelesen, also sie arbeiten irgendwie auch anscheinend an einem Film, der irgendwie als Prequel irgendwie fungieren soll. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Der Ja. irgendwie die Zeit der Gründung der Sternflottenakademie oder nee, nicht Akademie, Gründung der Sternflotte oder irgendwie sowas halt in der Zeit irgendwie spielen soll. Ja, aber Kelvin Timeline oder die Ja, klassische Timeline? weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nur letztens irgendwie vor ein paar Tagen, glaube ich, erst gelesen, von wegen der Film soll irgendwie halt komplett auf der Erde spielen. Ja, okay. Also nur so Ja, bedingt irgendwie auch im Weltraum oder so. wir haben uns ja schon darüber unterhalten und wie gesagt, ich hoffe, dass sie da nicht den Kanon von Star Trek Enterprise irgendwie großartig in Gefahr bringen. Weil Enterprise, glaube ich, dadurch, dass sie relativ kurz war und, glaube ich, auch mehr oder weniger die einzige Serie war, die vorzeitig abgebrochen wurde, die eigentlich länger geplant wurde. Damit hat Enterprise nicht dieses Gewicht. Und da könnte ich mir dann halt durchaus vorstellen, dass sie dann eher eventuell sagen, ja, okay, ja, das können wir mal Enterprise ein bisschen, wenn wir da ein bisschen was vom Kanon ignorieren, ist egal. Ja, So wobei, gefühlt. also ich habe letztens erst irgendwie, was, mit wem war denn das? Ich habe dir doch auch schon mal, glaube ich, eine Folge geschickt gehabt, wo die beiden von Enterprise jetzt hier dann da diese Interviews immer führen. Ja, ja, Da habe ich letztens auch der erst irgendwie eine Folge. Sicherheitsoffizier und Ja, Tucker und ja. Dingsums, Ja. ja. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich da letztens erst auch eine Folge gesehen gehabt und dann haben sie auch so ein bisschen drüber gesprochen, auch über den Erfolg von Enterprise. Und das fand ich halt auch sehr interessant. Sie haben halt gesagt, dass damals zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von Enterprise gab es halt enorm viel Kritik, irgendwie auch von den Fans und alles lief halt irgendwie auch nicht so von den Zuschauerzahlen etc. und sowas. Aber im Laufe der Zeit hat sich irgendwie das so krass gewandelt wohl, dass Enterprise so eine krasse Fanbase irgendwie wohl bekommen hat und danach irgendwie, also im Nachhinein irgendwie so erfolgreich wurde, dass also der wirkliche Erfolg von Enterprise wirklich erst eine ganze Zeit, nachdem es damals eigentlich kam, irgendwie erst gekommen ist, anscheinend. Ja, Also ich glaube nicht, ja. dass sie jetzt da, dass sie Enterprise jetzt irgendwie als kompletten Reinfall jetzt im Nachhinein sehen. Nein, ist Und das nicht. jetzt irgendwie deswegen sagen, von wegen, na, da brauchen wir auch nicht so drauf achten, auf den Kamm. Ja, nee, das nicht. Aber es hat trotzdem nicht das Gewicht von einem Next Generation, von einem Voyager oder Deep Space Nine. Also, ich glaube, dieses Gewicht innerhalb des Franchise hat Enterprise einfach nicht. Ja, ich finde auch Deep Space Nine wurde auch, also wir haben ja jetzt wirklich immer. Das sprechen wir ja auch gleich dann drüber, wenn wir über Prodigy sprechen, was für ein Gewicht da halt auch Star Trek Voyager hat. Oder wir halt mit Picard und sowas halt ganz klar sehen, was für einen Einfluss halt TNG so hatte. Aber Deep Space Nine wird immer so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt, finde ich, ne? Ah, ich glaube, also ich meine, an Next Generation kommt erstmal vom Gewicht her und auch vom Erfolg her kommt, glaube ich, erstmal nichts ran. Das hat einfach das Star Trek Franchise wirklich wieder
wieder zum Kult gemacht, möchte ich mal sagen. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob jetzt Voyager oder Deep Space Nine danach so den zweithöchsten Impact oder die zweithöchste Wichtigkeit hatte. Weil ich finde, auch Voyager wurde immer so ein bisschen bis Prodigy so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ja, das ist halt irgendwo in dem anderen Quadranten passiert. Und was da so passiert ist, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich meine, sie haben bei Picard, ja, sie haben Seven of Nine wieder reingebracht. Aber das war doch alles eher wenig. Also man merkt schon, Enterprise, Next Generation war das Ding. Und dann gab es halt noch die anderen, so ungefähr. Ja, aber ich meine, jetzt wäre es auch mal an der Zeit, so ein bisschen Deep Space Nine wieder irgendwie ein bisschen mit reinzubringen, finde ich. Jetzt hatten wir Voyager bei Star Trek Prodigy und jetzt hätte ich ganz gerne dann die. Ja, Also, wenn jetzt Prodigy zu Ende ist, dann können wir gerne jetzt eine neue Zeichentrickserie machen, wo es dann um Deep Space Nine geht. naja, man muss ja, also ich finde, es ist jetzt in der ersten Staffel auch nur, war der Einfluss von Voyager, klar, Ja, sie hatten Janeway halt als ja, Hologramm. Janeway, ja, als Hologramm, aber ansonsten war da jetzt nicht so viel. Das hat sich ja in der zweiten Staffel nochmal sehr, sehr stark verändert. Also da waren viel, viel mehr Referenzen drin. Aber es ist jetzt, also in der ersten Staffel, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, es war quasi ein Spin-off von Voyager. Das würde ich über die erste Staffel jetzt nicht unbedingt sagen. Bei der zweiten könnte man durchaus drüber diskutieren, ob das nicht irgendwie eher ein Spin-off von Voyager ist. Dann lasst uns doch jetzt endlich mal anfangen, über die zweite Staffel zu sprechen von Prodigy. Wie fandest du sie denn? Weil ich glaube, du warst Prodigy, glaube ich, der ersten Staffel gegenüber auch noch deutlich skeptischer gewesen als ich. Ich hatte eigentlich, bin ich der Meinung, von Anfang an gesagt gehabt, hey, Prodigy fand ich eigentlich ziemlich cool und fand ich sogar besser als Lower Decks. Und da hast du immer gesagt, nee, du findest Lower Decks, glaube ich, besser, ne? Ich glaube, irgendwie so war das gewesen. Jein, also wenn man bei als ich mit Prodigy angefangen habe, war es für mich einfach sehr, sehr weit weg von Star Trek. Es hat mich mehr an Star Wars im Prinzip erinnert, rein von so einer Machart, wie die Figuren in Szene gesetzt wurden, wie die ganze Welt funktioniert hat. Das hat mich alles, das hatte für mich alles eher Star Wars Vibes. Und Lower Decks ist definitiv viel, viel dichter an Star Trek dran. Das ist so das typische Star Trek-Universum. Ja, es hat natürlich einen komplett anderen, oder es hat einen anderen Schwerpunkt, einen wesentlich Comedy- und Cartoon-mäßigeren Schwerpunkt, also jetzt mal unabhängig davon, dass es eine animierte Serie war, auch von der Art und Weise, wie es gemacht wurde, war auch Lower Decks natürlich wesentlich mehr. Du siehst, es hat eine andere Zielgruppe und so weiter und so fort. Also das schon, es war bei weitem nicht so ernsthaft. Aber es war Star Trek. Und Prodigy war eher für mich am Anfang eher Star Wars. Und diesen Charakter hat es für mich im Laufe der ersten Staffel ein bisschen verloren. Also es ist ein bisschen dichter wieder an Star Trek rangewandert im Laufe der ersten Staffel. Und die zweite Staffel, die war jetzt für mich schon sehr deutlich irgendwo auch Star Trek. Also da sind sie näher an das, was Star Trek ausmacht, in meinen Augen doch deutlich näher rangerückt. Also hat sie dich positiv überrascht, die zweite Absolut, Staffel, absolut. oder? Ich fand sie ziemlich gut. Ich habe sie sehr gerne geguckt und fand sie ziemlich cool. Vor allem halt auch, weil jede Menge Fan-Referenzen oder Fanservice. Fanservice drin war. Jede Menge. Also gerade
Für mich war halt Voyager auch eine der besten Star Trek Serien. Ich fand Voyager super und es hat ja in Prodigy gerade in der zweiten Staffel nur so Referenzen zu Voyager gehagelt, also am laufenden Band, ja, und das fand ich schon sehr cool. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und als alter Voyager-Fan war da jede Menge für mich drin. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, viel mehr Fanservice hätte da echt gar nicht reingepasst. Also es war, ob das nun der Dog ist, Chakotay, die Voyager A ist es jetzt, glaube ich, ne? Ja, Voyager A. Ja. Voyager B, Voyager B? Nee, Voyager A. Nee, Voyager. Ja, Voyager A. Oder solche Sachen wie die, dass die Kazon auftauchen oder was waren noch so für Anspielungen zu Voyager? Okay, das ist natürlich jetzt nicht nur Hologramm Janeway da ist, sondern auch die echte Admiralin dann auch immer eine große Rolle spielt. Was war noch so aus Voyager? Also wirklich, wirklich viel. Ja, es gab aber auch, und auch das fand ich ziemlich gut, es gab halt auch jede Menge Referenzen, nicht nur zu Voyager, sondern auch zu den anderen Star Trek-Serien, inklusive der allerneuesten. Also, dass du dann zum Beispiel Wesleys Bruder gesehen hast. Und also, Ja. dass selbst diese allerneuesten Entwicklungen durchaus referenziert wurden, Ja. auch und reingebracht wurden. Auch das fand ich ziemlich Auch, ja, cool. auch Dr. Crusher halt hast du halt auch mal dann gesehen. Genau, Crusher war mit drin und also an allen Ecken und Enden, inklusive dem Tag des ersten Kontakts mit dem Angriff auf den Mars und so weiter und so fort. Also wirklich. Ja. Die haben auf die wichtigen Sachen Bezug genommen und das fand ich ziemlich cool. Admiral Picard wurde erwähnt. Ja, leider nur erwähnt, aber Ja. ja. Ja, war schon cool. Und jetzt haben wir es natürlich auch schon gerade so ein bisschen vorweggenommen. Nicht nur Voyager, sondern halt auch TNG in Form von Wesley Crusher hat natürlich eine sehr große Rolle gespielt. Habe ich erst überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe. Obwohl, naja, ich hatte es echt nur spaßeshalber gesagt, von wegen, weil ich hatte dich irgendwie mal gefragt, warst du schon weiter als ich mit der Staffel? Ich war gerade bei der Hälfte irgendwie und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es Chakotay ist, dieser mysteriöse Fremde, der da die Botschaften da schickt. Und irgendwie aus Spaß, und du hast irgendwie gesagt, von wegen, nee, was hast du gesagt? Ich weiß nicht, von wegen, nee, es ist nicht Chakotay oder sowas. Und dann Es habe ich ist irgendwie nicht eigentlich, Chakotay, aber mehr habe ich auch ja. nicht gesagt. Ich Und habe dann habe dann. ich eigentlich nur so aus Spaß gesagt, ja, was ein Wesley Crusher oder was? Und tatsächlich, es war Wesley Ich habe nicht drauf geantwortet. Ich habe Crusher. nicht drauf geantwortet, um dich nicht zu spoilern, aber. Ja. Ja, ich fand's schon cool, dass Wesley da nochmal aufgetaucht ist und durchaus auch mit einer wichtigen Rolle. Ich meine, Ja. es gibt, glaube ich, kaum Leute, die wirklich richtig große Fans von Wesley Crusher sind oder von Wesley Crusher waren in Ja, TNG. hat sich, glaube ich, Er auch war total gewandelt. So, ich glaube, der war eine Zeit lang so ein richtiger Hasscharakter irgendwie. Aber ich glaube, ja. mittlerweile hat der, glaube ich, auch eine richtige Ja, Fanbase. er hat inzwischen durchaus einen gewissen Kultstatus erreicht. Ja. Und was wahrscheinlich auch unter anderem an Big Bang Theory zum Beispiel liegt, wo Will Wheaton ja mitgespielt hat und auch immer wieder Referenzen auf Wesley Crusher waren und so weiter und so fort. Also ich glaube, er hat durchaus inzwischen einen gewissen Kultstatus erreicht. Ja. Ob verdient oder nicht verdient, sei jetzt mal dahingestellt. Aber er hat ihn auf jeden Fall. Und ja, ich war auch nie ein Wesley Crusher-Fan. Ich auch Aber nicht. ich fand trotzdem irgendwie cool, wie er hier reingebracht wurde und welche Rolle er gespielt hat. Und ja, es hat mir gefallen. Also es hat mich ein bisschen mehr zum Wesley Crusher-Fan gemacht. War sehr, 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 sehr gut. Hat mir echt richtig gut gefallen. Bei Picard hatte Wesley Crusher ja einen kleinen Cameo-Auftritt gehabt, ne? Wirklich nur einen kurzen Auftritt gehabt.
Und damals hatten sich ja schon viele Fans eigentlich auch gewünscht gehabt, von wegen, hey, was mit Wesley und so, irgendwie, keine Ahnung, ihr bringt die gesamte TNG-Crew zurück, so, aber irgendwie Wesley ist nicht da und so. Und ich habe auch ein Interview von ihm gesehen gehabt, also das fand er auch wirklich extremst schade, dass er da nicht irgendwie die Möglichkeit hatte, eine größere Rolle zu spielen, weil einfach irgendwie so die ganze Star Trek-Family von damals halt so zusammengekommen ist so und nochmal dieses Abenteuer erleben durfte und er halt irgendwie nicht dazugehören durfte so. Ja, wobei ich glaube, dass das auch so ein bisschen ist, oder so ein bisschen hat Will Wheaton für mich halt immer in seiner ganzen Karriere immer so ein bisschen gewirkt nach, hey, aber ich war auch bei Star Trek, hey, ich war auch wichtig bei Star Trek, und ich glaube, sein Durchhaltevermögen, dass er halt immer wieder irgendwie betont hat, Leute, ich bin auch noch da, ich bin auch noch da, weil sich eigentlich keiner für ihn interessiert hat. Mhm. Auch das hat, glaube ich, so ein bisschen dazu beigetragen, dass er inzwischen dann irgendwann dann doch Erfolg hatte und seine Rolle als Wesley durchaus einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Also egal wo, er wirkt immer ein bisschen wie, Leute, lasst mich auch mitspielen. Und ich gehöre doch auch dazu. Und also wenn ich das aber richtig verstanden habe, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, dann hat er, glaube ich, im Interview gesagt, von wegen, dass das schon irgendwie 4 Jahre jetzt schon in der Planung war, dieser Auftritt hier in Prodigy. 4 Jahre. Ja, und mag mich. Und es ihm irgendwie schwer gefallen ist, halt immer dementsprechend die Klappe zu halten und irgendwie immer neutral zu bleiben, wenn es heißt von wegen, hey, Will Wheaton, wie sieht's denn aus? Das wäre doch auch mal wieder cool, wenn du bei Star Trek irgendwie eine größere Rolle spielen würdest und so weiter und so fort. Und er halt immer nichts sagen durfte. Also er fand es auch immer sehr cool, die Möglichkeit gehabt zu haben, bei Prodigy dann wieder so präsent zu sein. Und ich fand es auch vor allem auch ziemlich cool, dass die deutsche Synchronstimme mit am Start war. Das war leider nicht bei allen Charakteren so. Janeway war die original deutsche Synchronstimme. Chakotay und der Doc leider nicht. Fand ich nicht so toll. Nicht so schön. Aber war noch ein Charakter gewesen, der noch irgendwie von früher da war? Nee, ich glaube, sonst war keiner weiter. Ah doch, ja, Dr. Crusher, die hat auch total anders geklungen. Ja, okay. Das ist halt so. Das ist, weiß auch gar nicht, ob teilweise diese deutschen Synchronsprecher dann für die Leute überhaupt noch als Synchronsprecher arbeiten oder noch am Leben sind sogar oder weiß der Geier, jetzt in Form von zum Beispiel Chakotay oder dem Doc oder sowas. Das war bei Michael Dorn, glaube ich, bei Worf war es ja auch so gewesen. Ne? Ich glaube, die Stimme von Worf, der lebt ja gar nicht mehr, glaube ich. Deswegen mussten sie den, glaube ich, ersetzen bei Picard Staffel 3. Ja, weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, irgendwie so war das gewesen. War jetzt auch nicht so schlimm. Aber zurück zu Wesley Crusher. Also, der hat ja so ein bisschen so den Anschein gemacht, so gerade anfangs also Leben tut Michael Dorn aber noch. Ja, Michael Dorn, ich meinte der Synchronsprecher. Ach so, okay. Ich meine den deutschen Synchronsprecher. Ja, bei dem weiß ich jetzt nicht. Nee, der ist, glaube ich, tot, deswegen haben sie den Ersatz. Okay, das kann sein, ja. Und zurück zu Wesley Crusher, der hat ja gerade anfangs, fand ich, bei Prodigy dann so einen verwirrten Eindruck gemacht, irgendwie, ne? Wie so ein verrückter Professor oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe im Interview irgendwie gelesen, da wurden irgendwie Zusammenhänge gemacht mit Doctor Who. Ich habe Doctor Who nie so wirklich gesehen. Also was heißt nie wirklich? Ich habe es nie gesehen, Doctor Who. Hast du da irgendwelche Parallelen zu Doctor Who irgendwas gesehen gehabt? Absolut. In der Rolle von Wesley Crusher? Absolut. Also er ist im Grunde genommen ein Abziehbild von Doctor Who. Okay. Es ist, also es kommt natürlich, bei Doctor Who ist es ja so, dass es kommt ein bisschen drauf an, welchen Doctor Who du nimmst, weil bei Doctor Who ist es ja so, dass ich glaube, die Serie existiert seit den 50ern oder ich glaube, die ist älter als Star Trek.
Und natürlich gibt es keinen Schauspieler, der jetzt so lange den Doctor Who spielen kann. Deswegen haben sie bei Doctor Who mehr, oder Doctor Who selber hat mehrere Inkarnationen. Das heißt, wenn er irgendwann stirbt, dann wird er direkt wiedergeboren mit einem komplett neuen Körper. Er sieht also komplett anders aus, sprich neuer Schauspieler. Aber er hat auch einen komplett anderen Charakter. Also auch sein Charakter verändert sich von jeder Doktor ist ein komplett neuer Doktor. Das heißt, der einen komplett unterschiedlichen Charakter hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, einer der bekannteren war David Tennant, der Doctor Who gespielt hat. Der hat das über etliche Staffeln gemacht. Und wenn man den als Vorlage nimmt, würde ich sagen, ja, da kommt das schon so ein bisschen so. Also, sie haben natürlich gewisse Gemeinsamkeiten. Also, sämtliche Doctor Who-Inkarnationen haben gewisse Gemeinsamkeiten. Und sie haben die gleiche Erinnerung. Also, er erinnert sich an alles von allen seiner Inkarnationen. Aber wir haben halt auch deutliche Charakterunterschiede. Trotzdem würde ich sagen, dass Doctor Who so ein bisschen die ganze Zeit immer dabei ist, ständig irgendwie die Welt oder das Universum zu retten und so ein bisschen auch immer in seiner eigenen Welt lebt. Also gerade der Doctor Who von David Tennant. War auch immer so ein bisschen so eine Mischung aus cooler Nerd und verrückter Professor, wenn du so willst. Und Dr. Who ist generell irgendwie immer so ein bisschen in seiner eigenen Welt auch mit seinen Begleitern. Dr. Who hat immer irgendwie ein paar Begleiter dabei, die den jeweiligen Doktor begleiten. Und normalerweise, wenn es eine neue Inkarnation von Doctor Who gibt, gibt es halt auch neue Begleiter. Dann sucht er sich neue Begleiter. Aber ja, Wesley Crusher wirkte sehr, sehr stark nach einem Doctor Who. Einfach so, hey, ich sehe hier gerade so viele Zusammenhänge und weiß durch Raum und Zeit so viele Sachen, dass wir das auslösen und ist so ein bisschen allwissend, weiß so viel mehr als alle, ist ein bisschen genial und rennt die ganze Zeit durch die Gegend. Also gerade so dieses Rennen. Dr. Who ist, oder zumindest der von David Tennant, ständig am Rennen. Doc Brown hat er auch als Referenz noch so ein bisschen mit gesagt, ne? Doc Brown von Zurück in die Zukunft, den hat er auch noch so ein bisschen gesagt, so das ist sowieso starke Anleihen zu Doctor Who und Doc Brown von Zurück in die Zukunft, hat er irgendwie gesagt gehabt. Ja, okay, Der ja, rennt ja würde ich auch immer so, kommen. der rennt ja auch immer so ein bisschen nervös von links und rechts und so, hat Ja, er aber immer. er rennt nicht. Er läuft schnell. Also, Ja. er läuft nie. Er läuft schnell. Und also das ist der Doc Brown ist ein deutlich älterer Charakter. Er ist zwar auch irgendwo so ein bisschen gedanklich in seiner eigenen Welt, aber ich glaube, das ist auch so das Typische, wie man sich so ein Genie im Grunde genommen vorstellt. Das ist so dieses Klischee von einem Genie, der lebt sowieso irgendwie in seiner eigenen Welt, sieht ganz andere Sachen, nimmt die Welt ganz anders wahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses typische Genie-Abziehbild. Und das trifft natürlich sowohl auf Dr. Who als auch auf Doc Brown zu. Aber Doc Brown war jetzt wesentlich weniger actionlastig, möchte ich mal sagen. Also ja, er hat teilweise dann auch schon mal, oh Gott, jetzt muss aber schnell noch, ich glaube, das war Doc Brown, der sich dann irgendwie noch an so einer Art Seilrutsche vom Rathaus runtergeschwungen hat oder so. Also er hatte so ein paar kleine Action-Szenen, aber das war eher die Ausnahme. Er war jetzt nicht so der typische Action-Star, der ständig irgendwie körperliche, großartige Action macht. Und das ist Doctor Who durchaus. Also der rennt wirklich im Prinzip die ganze Zeit immer durch die Weltgeschichte und macht alles. Und so wirkte Wesley Crusher auch mehr. Also ich würde sagen, der Vergleich zu Doctor Who
ist massiv da. Und das ist Mhm. mir auch schon beim Schauen direkt aufgefallen. Also du guckst ihn ja an und denkst so, ja, okay, alles klar. Massive Doctor Who-Vibes. Wo ist jetzt deine TARDIS? Also die TARDIS ist das Raumschiff von Doctor Who. Diese Telefonzelle, diese blaue. Und das ist eigentlich so das Einzige, was noch fehlt. Und außerdem hattest du aber auch noch mehr Anleihen, mehr oder weniger. Einer der expliziten Sachen der TARDIS ist zum Beispiel, es ist erstmal theoretisch eine kleine Telefonzelle. Sobald du aber reingehst, steckt da halt ein großes Raumschiff drin. Und so eine Sachen hatte ich bei Wesley Crusher dann teilweise auch gesehen, von wegen, okay, wir gehen jetzt hier einfach mal durch diese Wand durch und sind jetzt hier in einem geheimen Raum, den man von außen gar nicht sehen kann oder nicht vermutet, dass da irgendwas ist. Und hier sind wir dann erstmal vor diesen Weltenfressern sicher. Und also auch solche Referenzen waren da durchaus, waren da einige dabei. Okay. Ja, gut, das habe ich jetzt halt gar nicht wahrgenommen, weil ich halt Dr. Who nicht kenne. Ich habe es halt Ja, wirklich klar. erst danach dann im Interview halt dann mitbekommen, dass das irgendwie wo sehr stark Ja, Dr. das Who ist, ist, ja. ja, und das ist so, und das ist vielleicht auch, also ich meine, es kam nicht schlecht rüber, es wirkte gar nicht so uncool, aber es ist vielleicht auch ein kleines bisschen ein Kritikpunkt, den ich hätte, nämlich dieser Doctor Who-Charakter, der war eigentlich zu stark. Ja, also, diese Doctor Who-Vibes sind halt nicht Star Trek. Das ist halt eine völlig andere, geht halt in eine völlig andere Richtung. Und wie Wesley mit den Kids da im Prinzip durch die Gegend gerannt ist, das wirkte halt schon wie Doctor Who mit seinen Begleitern. Und das ist halt ein ganz anderer Science-Fiction. Und deswegen könnte man das durchaus auch ein bisschen als Kritik sehen. Vielleicht ist Ja. das ja eine Verschmelzung des Das Doctor Who-Universums mit dem Star Trek-Universum. Also vielleicht ist Wesley Crusher wirklich ein Doctor Who. würde mich dann, also nein. Nein, es ist definitiv nicht. Wird auch im Prinzip schon gesagt, also erstens würde es mich extrem wundern, weil Doctor Who, die Rechte liegen, glaube ich, beim BBC. Und Star Trek ist Paramount. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie irgendwelche Verbindungen gibt. Aber darüber hinaus hat Wesley auch relativ deutlich gesagt, es gibt ja, er ist nicht der einzige Reisende, es gibt mehrere Reisende, die in allen Dimensionen irgendwie Raum und Zeit schützen sollen. Und eigentlich dürfen die sich gar nicht großartig einmischen. Und Wesley hat sich nur eingemischt, weil das ist so seine Heimatzeitlinie, Ja, seine Heimatdimension. seine Heimat und seine Mutter lebt da, hat er gesagt. Genau, richtig. Und deswegen hat er sich darüber so ein bisschen hinweggesetzt. Aber er hat trotzdem relativ deutlich gemacht, er ist nicht der Einzige, darin noch eine ganze Menge andere Reisende rum. Und die haben ein klares Regelwerk, also es ist eher so eine Organisation. Und Doctor Who ist ein absolutes Unikat, also er ist ein Time Lord, aber es gibt niemanden, der so ist wie er. Okay. Und er ist nicht Teil von irgendwie einer Organisation oder sonst irgendwas, sondern er ist komplett ein komplettes Individuum und ist die, auch die anderen Teil, es gibt noch mehr Time Lords, aber die sind alle komplett anders drauf, haben andere Fähigkeiten und haben nichts damit zu tun, was Doctor Who macht. Okay. Okay, lass uns doch ein bisschen mehr über die zweite Staffel jetzt dann sprechen. Also zur ganzen Storyline vielleicht ein bisschen. Also, wir haben ja schon am Ende der ersten Staffel erfahren gehabt, von wegen, dass Janeway für sie eine neue Mission hat und irgendwie, dass sie, glaube ich, auf der Suche nach Chakotay sind oder so. Und Ja. das war ja dann auch so ein bisschen die Hauptstory eigentlich, ne? Dass sie halt sich auf die Suche gemacht haben nach Chakotay. Da gab es ja dieses Wurmloch, wodurch sie irgendwie fliegen wollten, um dann die
um sicherzustellen, dass die Protostar irgendwie durch die Zeit reist oder sowas. Das war alles ein bisschen kompliziert, glaube ich, oder? Wie war das nochmal gewesen? Kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen? Die wollten sicherstellen, dass die Protostar sie mussten im Prinzip wollten sie zuerst mal Chakotay finden. Und sie wussten halt, sie dürfen die Zeitlinie im Prinzip nicht großartig gefährden. Und hier unser und Dahl und seine Leutchens, die sind dann halt da durchgeflogen. Und haben dann im Prinzip die Zeitlinie überhaupt erstmal kaputt gemacht. Ja. Nämlich indem sie Chakotay quasi Hinweise gegeben haben oder sonstiges und er sich anders verhalten hat, als es in der ursprünglichen Zeitlinie der Fall war. Ah, jetzt weiß ich aber, was der ursprüngliche Plan war. Die wollten eigentlich erst durchs Wurmloch, nachdem die Protostar, also nachdem Chakotay die Protostar losgeschickt hat, und dann wollten sie dahin, um Chakotay abzuholen, sozusagen. Genau, um die Zeitlinie halt nicht zu gefährden. Dummerweise sind sie dann aber schon Protostar noch nicht weg. Ja, genau. Und dadurch haben sie alles verändert. Genau. Apropos, da ist mir noch gerade eingefallen, wer noch einen Gastauftritt hatte, und zwar Admiral Jellicoe. Admiral Jellicoe? Mhm, der hat doch Janeway die Befehle gegeben, die Mission abzubrechen. Ich überlege gerade, wer das. Also ich habe gerade von Jellicoe habe ich gerade, warte mal, kein Bild vor Augen, sodass ich jetzt nicht genau weiß. Ach, der Typ. Ja, okay. Also ich habe mir gerade aufgesucht, Edward Jellicoe. Ja, stimmt. Ja. Ja. Der kam halt auch vor. Und der hat ja eigentlich Janeway dazu bewegt, die Mission abzubrechen. Die Sternflotte will die Mission abbrechen, aber haben sie sich ja dann. Und die wollten das Wurmloch, doch, die wollten sie ja sogar abbrechen, die Mission. Ne? Janeway hat ja schweren Herzens dann irgendwie gesagt, von wegen, okay, alles klar, wir machen das, was die Sternflotte sagt. Wir zerstören das Wurmloch und damit den Zugang zu Chakotay. Und dann ist ja Dahl mit seiner Crew dann aber noch genau im Augenblick der Zerstörung des Wurmlochs noch schnell durchgeflogen, irgendwie so, ne? Sie wollten das Schiff zerstören. Das Schiff war die einzige Möglichkeit, durch dieses Wurmloch da im Prinzip zu fliegen. Und sie wollten das Schiff dann irgendwie automatisiert in die Sonne reinfliegen lassen und es damit zerstören, damit diese Möglichkeit gar nicht mehr besteht. Und nicht in die Sonne, sondern ins Wurmloch, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, sie wollten sie irgendwie in eine Sonne reinfliegen, die da irgendwie daneben war oder sowas. Ja gut, ist ja egal. Sie haben halt die Dings, das Schiff gekapert und haben sie dann von ihrem Kurs, aber erstmal so, dass es nicht auffällt. Also sie sind, glaube ich, auf die Sonne zugeflogen und in dem Moment, wo sie quasi nicht mehr sichtbar waren, sind sie dahinter irgendwie dann mit dem Schiff, also sie haben das Schiff kurz vorher abgelenkt und sind halt eine Route geflogen, um unbeachtet, also ohne bemerkt zu werden, doch noch durch dieses Wurmloch zu fliegen. Mhm. Und damit es nicht großartig auffällt, haben sie ja dann sogar noch ihre Holo-Doubles dahingestellt. Ja, stimmt. Wie fandst du die ganze Storyline im Prinzip? Ne? Also es wurden ja auch noch einige Sachen nochmal dann aus der ersten Staffel aufgegriffen mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, die den Konflikt hatte mit ihrem Vater, die ja jetzt dann auch nochmal auf ihren Vater getroffen ist, als er noch jung war. Also da waren auch nochmal viele, viele Sachen aus der ersten Staffel. Was mir so ein bisschen
aufgestoßen ist, ist, dass ich der Meinung bin, dass da ein ziemlich massiver Logikfehler drin ist. Denn im Endeffekt, sie haben gesagt, wir dürfen die Zeitlinie nicht irgendwie verändern. Ja. Und die Zeitlinie muss genau so funktionieren, dass alles das, was in der ersten Staffel passiert ist, auch wirklich wieder passiert. Dann muss der Vater auch böse werden. Richtig, der Vater muss böse werden. Er hat sich aber mit seiner Tochter im Endeffekt mehr oder weniger angefreundet und es gab den ersten Kontakt. Es gab aber nicht dieses, oh Gott, der erste Kontakt war so scheiße mit der Sternflotte, dass wir alle total böse sind und jetzt die Sternflotte zerstören wollen und so weiter und so fort. Diesen ganzen Effekt gab es nicht. Und damit haben sie ja eigentlich die gesamte, also ja, die Protostar ist wieder exakt da, wo sie sein sollte. Sie kann wieder von Dell wie heißt der große Stein, Rock oder irgendwie sowas? Ja, ja. Sie kann von denen gefunden werden. Schön, ja. Wunderbar, toll. Aber die waren ja da eigentlich in diesem Lager gewesen, was von dem Vater angeführt wurde, irgendwie. Genau, richtig. Ja. Erstens das und zweitens ihre ganze Motivation, dass sie halt dann vom Vater verfolgt werden und so weiter und so fort, ist halt alles weg. Das habe ich mich auch gefragt, dazu kommt, dass der Vater irgendwie dann böse wird oder so, oder ob das jetzt dann gar nicht mehr passiert oder. Genau, in der Zeitschleife haben sie halt wirklich einfach nur darauf geachtet, dass die Protostar wieder da ist, wo sie hingehört. Ja, sie haben ja mehrmals irgendwie erwähnt, vielleicht reden sie sich ja dann damit irgendwie raus, von wegen, kleinere Dinge dürfen verändert werden, aber so die großen Ereignisse, die müssen stattfinden in der Zeitlinie. Naja, also der Hauptbösewicht, wenn der auf einmal kein Bösewicht mehr ist, dann ist das für mich schon eine ziemlich massive Veränderung. Beziehungsweise, also das ist nichts Kleines. Ja, weil das verändert ja eigentlich alles. Ja. Ja, also würde ich auch so sehen, ja. Das war so ein bisschen so ein Logikfehler, der mich ein bisschen genervt hat oder den ich nicht verstanden habe, wie sie den aufgelöst haben oder wo ich die Auflösung vielleicht auch nicht verstanden habe. Für mich ist das einfach so, Leute, so klappt das nicht. aber okay. Also kann ich mit leben, kann ich verzeihen, weil insgesamt war es schon über die ganze Staffel hinweg, die Storyline, die war mehr oder weniger nachvollziehbar. Es gab ja auch einige Folgen, wo die Hauptstory der Staffel nicht so wirklich vorangetrieben wurde. Ne? Wo man also im Prinzip sagen könnte, eigentlich, das waren so mehr oder weniger für sich abgeschlossene Storylines nochmal so mittendrin. Meinst du, wo sie auf diesem Planeten mit den körperlosen Wesen genau, das habe ich jetzt zum Beispiel gerade im Gedanken gehabt, wo dann dieser, ja, wie heißt denn dieser Typ nochmal, der da diesen Körper dann bekommen hat? Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Genau. Ja. genau, also das meine ich zum Beispiel, ne? Also das war ja dann auch nochmal so ein bisschen in sich so abgeschlossen. Die Hauptstory ist in der Zeit, glaube ich, nicht so wirklich vorangekommen. Wie fandst du das so, dass du dann im Prinzip nochmal so in sich abgeschlossene Storys nochmal so mit reingestreut haben? Gab es noch nicht noch irgendeine in sich abgeschlossene Storyline? Ich glaube schon irgendwie. Naja, sie hat... Mit den Tribbles da war da auch nochmal was gewesen. Ja, aber ich glaube, das war... Das mit den Tribbles, das war doch meiner Meinung nach, weil sie da an die Energiequelle ran mussten oder irgendwie sowas. Mhm. Also in dem Haupt, in diesem Hauptnest der Tribbles, der mutierten Tribbles, war irgendwie das, was sie brauchten, um den Protostar-Antrieb, der Protostar. wieder zum Laufen zu kriegen. Also es war schon Teil der Hauptgeschichte, würde ich sagen. Selbst wenn es jetzt vielleicht eine etwas weitere Schleife war, aber
Ja. Ja. Es waren aber, glaube ich, auch insgesamt, auch wenn du dir die Folgentitel im Prinzip anschaust, war es halt häufig so, dass sie immer Zweiteiler hatten. Doppelfolgen, ja, immer Ja, dass sie Doppelfolgen, immer, dass sie sehr, sehr viele Doppelfolgen hatten. ja. Das stimmt. Und diese Doppelfolgen waren für sich naja, ich würde jetzt nicht sagen komplett abgeschlossen, aber ja, also mich hat es absolut nicht gestört. Das war völlig in Ordnung, dass sie dann halt auch an manchen Stellen durchaus nochmal eine extra Schleife gedreht haben, um irgendeinen bestimmten Aspekt ein bisschen näher zu beleuchten. Also fand ich okay, hat für mich den Fluss auch nicht großartig gestört. War gut. Ich fand gerade bei dieser Folge, oder vielleicht war das jetzt auch eine Doppelfolge gewesen, wo, Mann, wie heißt denn der, der jetzt dann diesen Körper da bekommen hat, dann für kurze Zeit, weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr, wie der heißt. Und da wurde ja auch kurz mal noch irgendwie Dr. Soon erwähnt. Und da habe ich erst echt gedacht, der kriegt jetzt irgendwie so einen Androidenkörper von Dr. Soon und sieht dann irgendwie vielleicht aus wie so eine Art Data oder sowas. Habe ich kurz gedacht. Aber dann hieß es ja irgendwie von wegen, nee, nee, und hier der Jenkins, der macht den neuen Körper für ihn und nicht die vom Sternflottenkommando. Weil die hätten vom Daystrom-Institut oder sowas, da haben sie auch von gesprochen. Weil dann hätte er wirklich vielleicht wie die Androiden von Dr. Soon mehr ausgesehen, anstatt jetzt halt so, wie er jetzt dann aussieht. Da war auf jeden Fall halt auch nochmal so ein bisschen Referenz zum Daystrom-Institut und den Androiden von Dr. Soon. Ja, und ich glaube, Zero war Ja, sein erster Name. Zero, Zero, ja, ja. Zero. Genau, Zero. Ja, aber ja, insgesamt, ich war auch ziemlich zufrieden mit der ganzen Story von Prodigy. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Hab's gerne dann hintereinander weggeguckt, dann die ganzen Folgen. Und ich fand's gut. Ja, absolut. Also mir hat es auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Es war in meinen Augen ein sehr, sehr würdiger Abschluss der Serie. Das ist die Frage, ob die jetzt wirklich abgeschlossen ist. Ja, also das haben sie zumindest schon relativ deutlich klar gemacht. Ja, Netflix hat noch mal eine Staffel in Auftrag gegeben, aber es bleibt bei dieser einen Staffel. Also sie wollen wirklich noch eine Staffel hinterher schieben, und Prodigy ist damit abgeschlossen. Okay. Ja. Also das hatten sie, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich gesagt. Und damit war es für mich ein weiterer durchaus angemessener Serienabschluss. Also, sie sind in meinen Augen besser geworden darin, Serien abzuschließen. Also nicht mehr so irgendwie in der Mitte von der Serie ist jetzt auch, ja, und übrigens, das war's jetzt. Ja, wie geht das weiter? Wie geht das weiter oder sonst sowas? Nein. Wir haben es, glaube ich, generell schon wesentlich besser jetzt inzwischen drauf, eine Serie auch würdig abzuschließen. Fand ich ja bei Discovery durchaus auch gut, wie sie dann diese 20, 30 Minuten extra oder sonst irgendwas als reinen Serienabschluss nochmal nachgedreht haben. Das fand ich ja auch wirklich gut und passend. Und hier war es halt von Anfang an klar, es geht nicht weiter. Es soll wirklich nur noch eine weitere Staffel geben. Und das war dann jetzt halt die zweite Staffel. Es ist zwar ein früher Serienabschluss, aber es ist ein guter und würdiger Abschluss. Also fand ich gut. Ja, Star Trek Prodigy sollte ja, glaube ich, so ein bisschen halt die jüngere Generation ins Star Trek-Universum einführen. Ja. Nicht umsonst ist es hier auch von Nickelodeon und so. Ja. Meinst du, es
kommt an irgendwie bei der jüngeren Zielgruppe oder ist es doch eher wirklich für die Star Trek-Fans, die dann doch ein etwas höheres Alter haben, viel eher interessant, so wie für uns? Ich glaube, also ich weiß, dazu müsste man so ein bisschen die Zahlen, müsste man so ein bisschen die Zahlen kennen. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich sehr, sehr schwierig, so unterschiedliche Zielgruppen irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Sprich, wie kriegt man es hin, eine Serie an Kinder, Jugendliche oder wie auch immer zu adressieren, ohne dabei den Kanon und das Franchise und die anderen Serien irgendwie zu, ja, ohne die kaputt zu machen. Ohne damit ins Gehege zu kommen. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass Prodigy eventuell auch deswegen so früh abgesetzt wurde, weil sich's halt einfach nicht wirklich, oder weil es einfach nicht wirklich so gut angekommen ist. Und diese Zusatzstaffel von Netflix einfach nur ist so nach dem Motto, hey, es ist bei den Älteren irgendwie zwar ganz gut angekommen und deswegen schieben wir nochmal eine Staffel hinterher. Aber eine große Zukunft hat die halt auf jeden Fall nicht. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwie gesehen haben, irgendwie so das eigentliche Ziel der Serie ist irgendwie nicht so erreicht worden, vielleicht so die Jüngeren damit abzuholen. Aber die alten Star Trek-Fans, die können wir jetzt vielleicht nochmal mit der zweiten Staffel nochmal so ein bisschen mehr abholen, indem wir halt auch Fanservice ohne Ende da reinmachen, etc. Und ich glaube, das ist ihnen ganz gut gelungen. Also uns als alte Star Trek-Fans hat es ja durchaus gefallen, die zweite Staffel. Ja. Ja. So. Also ich fand's gut. Und die ganze jüngere Zielgruppe, die kann ja mit diesen ganzen Referenzen auf Voyager und sowas, können die ja gar nichts anfangen. Richtig. Ja. Genau, und ich glaube, das wird dann sicherlich auch irgendwo so ein bisschen das Problem sein. Ja. Ich weiß nicht, wie teuer die Produktion von einer animierten Serie ist, wenn es jetzt zum Beispiel mit einer Real-Life-Serie oder wie heißt die? Nicht Real-Life-Serie, sondern mit echten Schauspielern ist eine... Ja. Egal, du weißt, was ich meine. Live-Action-Serie? Live-Action-Serie, genau, mit einer Live-Action-Serie. Wie da die Kosten sind, weil ich glaube, dass sowohl Lower Decks als auch Prodigy durchaus es schaffen, einen Lückenfüller für die Live-Action-Serien zu sein. Mhm. Und also nach dem Motto, ja, okay, wir können halt nicht so viele Live-Action-Serien produzieren, dass wir das ganze Jahr über jede Woche irgendwie eine neue Star Trek-Folge aus irgendeiner Serie haben, meinetwegen von Januar bis März Discovery, dann von April bis Juli Strange New Worlds oder sonst irgendwas. Das kriegen wir budgettechnisch nicht hin. Also streuen wir vielleicht zwischendurch noch mal ein paar animierte Serien ein. Ich glaube, das würde theoretisch relativ, oder das hat in meinen Augen relativ gut funktioniert. Zumindest für mich. Offensichtlich für Paramount nicht. Aber ja, ich bin mir halt auch noch nicht so hundertprozentig sicher, was hat Paramount oder also jetzt das New Paramount oder wie auch immer. Was haben die jetzt eigentlich mit dem Franchise vor? Weil grundsätzlich haben sie vielleicht auch Star Trek zurückgefahren wegen ihrer finanziellen Probleme, weshalb sie einen Käufer gesucht haben. Haben wir deswegen jetzt diese Star Trek Flaute wieder? Weil ich glaube, an den Erfolg der Serien dürfte es wahrscheinlich nicht so unbedingt liegen. Zumindest habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass die Einschaltquoten nicht gepasst haben oder ähnliches. Nur Paramount hat halt finanzielle Probleme gehabt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie deswegen das alles ein bisschen zurückgefahren haben. Weil sie halt nicht großartig investieren können im Moment. Und
Deswegen wird's jetzt, ist für mich halt die große Frage, ja, das New Paramount, nachdem sie sich mit Skydance zusammengeschlossen haben, buttern die jetzt wieder mehr Geld rein, um eines ihrer heißesten Babys entsprechend zu etablieren und wieder mehr da rauszuholen? Oder was haben sie da jetzt vor? Ja, gute Frage. Gute Ja. Frage. Also, ich glaube, wofür Prodigy halt wirklich gut war, war wirklich, wie du schon sagtest, als Lückenfüller. Und wir haben jetzt eine große Lücke, das heißt, wir brauchen solche Lückenfüller. Ja. Und wir werden auch immer wieder so eine Lücke haben. Und ja, es hatte sich, glaube ich, auch sehr gut geeignet, halt, um vielleicht auch, vielleicht war das auch so ein bisschen die Vision dahinter, die junge Zielgruppe und die ältere Star Trek-Fan-Zielgruppe halt irgendwie zusammenzubringen, so irgendwie halt als Familienserie, was ist halt eine Serie, die kann sich der Papa, der damals Voyager geguckt hat, halt auch zusammen mit seinen Kindern angucken und für beide ist irgendwie was dabei. Also ich glaube, dafür funktioniert es bestimmt ganz gut. Wie gesagt, wir kennen die Einschaltquoten nicht etc. oder sowas. So gut wird es wahrscheinlich nicht sein, sonst hätten sie es nicht irgendwie jetzt abgesetzt. Ja, trotzdem hinterlässt es jetzt auf jeden Fall dann auch wieder eine Lücke. Wir haben dann als Lückenfüller jetzt dann nur noch Lower Decks, welches aber ja auch beendet wurde. Das heißt, wir bekommen dann jetzt auch im September die letzte Staffel Lower Decks und dann ist damit auch vorbei. Ich muss mich noch mal ganz kurz korrigieren, weil ich das jetzt nebenbei auch gerade noch mal nachgeschaut habe. Also als das Absetzen von Prodigy bekannt wurde, war die zweite Staffel gerade in der Post-Production. Und das heißt, ihm wurde zwar noch erlaubt, ja, mach die zweite Staffel halt noch fertig, aber es war zu diesem Zeitpunkt schon klar, es wird die Serie wird abgesetzt werden. Und es war jetzt nicht Netflix, die gesagt haben, okay, produziert bitte noch eine zweite Staffel, sondern die zweite Staffel wurde lediglich zu Ende gemacht, wurde aber dann sofort und war schon geplant von Paramount Plus to be, um sofort verkauft zu werden. Deswegen ist es auch nicht auf Nickelodeon zurückgekommen. Sondern ist halt dann von Netflix gekauft worden und ist deswegen exklusiv bei Netflix erschienen. Produziert und gemacht wurde sie aber noch komplett unter Paramount. Okay. Ja. Also auf jeden Fall schade irgendwie, dass sowohl Prodigy als auch Lower Decks dann dieses Jahr dann jeweils ihre letzten Staffeln bekommen haben und damit dann auch unsere Lückenfüller irgendwie nicht mehr da sind. Das heißt, wir haben dann nur noch Strange New Worlds. Und dann irgendwann die Starfleet Academy Serie. Ich glaube, jetzt habe ich letztes erst wieder irgendwas gesehen, von wegen, es wird aber erst 2025, 26 oder sowas, dann irgendwas damit. Also Jetzt. 2025, 20 mindestens. Ja, ich Also glaube, ich habe dieses sogar Jahr wird. 26 gelesen. Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern. Kann sogar durchaus sein, dass der 26 was wird. Weil ich hatte irgendwie so im Kopf, ja, es passiert jetzt erstmal irgendwie ein Jahr lang, also mindestens ein Jahr lang, quasi fast gar nichts mehr. Also ja, die Lower Decks Staffel kommt noch, aber das war's dann auch. Ja, und damit haben wir dieses Jahr aber, glaube ich, dann wahrscheinlich noch mehr Star Trek als 2025 wahrscheinlich, weil wenn wir da Ja. nur eine Staffel Strange New Worlds bekommen, und sonst irgendwie vielleicht gar nichts, ja, okay, vielleicht kommt noch der Sektion 31-Film irgendwann dann mal raus. Aber Aber glaube ich aber erstmal. ehrlich gesagt nicht. Nee, warum nicht? Also ich glaube auch fast eher, dass der Sektion 31-Film eher Richtung 2026 wandern wird. Okay. Aber schauen wir mal. Ja, Also, da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, ob die schon mit den Dreharbeiten angefangen haben oder irgendwas, in welchen, weiß also gar nicht. wenn Sie da, ich habe auch noch nichts davon gehört, dass Sie mit den Dreharbeiten angefangen haben, aber wenn Sie damit noch nicht angefangen hätten, dann wäre es
glaube ich, klar, dass es erst 2026 was wird, weil dann werden sie 2025 damit nicht mehr vernünftig fertig. Es ist nur ein Film. Der wird ja Ja, jetzt wohl nicht so trotzdem. lange in der Produktion sein wie eine komplette Serienstaffel. Naja, ja, aber auch die Post-Production zieht sich nochmal ziemlich hin. Also auch bei Filmen. Ich glaube nicht, dass wenn sie jetzt nicht schon beim Drehen sind oder die Dreharbeiten nicht schon abgeschlossen haben, ich glaube nicht, dass es dann 2025 was werden würde. Okay. Naja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall denke ich mal, werden die Lücken dann zwischen den neuen Star Trek-Inhalten werden momentan eher immer länger. Ja. Und das ist sehr schade auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Star Trek Prodigy fanden wir beide ziemlich gut. Hat Spaß gemacht zu gucken. Uns gefreut, dass Wesley auch da war. Wie gesagt, das war sehr überraschend für mich. Also, dass Chakotay und der Doktor da sind in der Staffel, das war vorher schon mir zumindest bekannt. Aber dass Wesley da war, das fand ich ziemlich cool. Ja, und dann halt auch nochmal immer diese Anspielung halt wirklich auf die aktuelle Geschehnisse, wie du schon sagtest, dass du nochmal dann, ach, ich will dir mal vorstellen. Also, das wussten ja auch dann wirklich nur die Fans, die das halt aus der anderen Serie halt kennen, ne? Also jemand Ja. anders würde damit jetzt auch nichts anfangen können, von wegen, Moment mal, ich will ja hier mal jemanden noch vorstellen oder sowas. Es wurde ja nie erwähnt hier, von wegen, das ist dein Bruder oder sowas, ne? Oder? Bei Prodigy, glaube ich, nee, glaube ich nicht. Da Bei wurde nur Prodigy, gesagt, nee. nee, da wurde nur gesagt, von wegen, hier, guck mal, ich möchte dir noch jemanden vorstellen oder sowas. Und wir haben uns halt gedacht, alles klar, ist halt dann auf jeden Fall der Bruder. Nee, Oder? doch, gesagt hat sie, Ja? dass es ein Bruder ist. Ja. Ah ja, Da, okay, alles klar. gesagt hat sie, ja, das ist dein, oder ich glaube, sie hat gesagt, ja, das ist dein Halbbruder oder irgendwie sowas. Okay. Also gesagt hat sie es. Für jemanden, der Picard aber jetzt nicht gesehen hat, wäre es so ein bisschen, ja, okay, alles klar, er hat noch einen Halbbruder, den hat er vorher noch nicht gesehen. Thema beendet. Ja, klar, ja. Nee, aber sehr cool, sehr, sehr viel Fanservice drin gewesen. Hat mir gefallen. Ja, mir auf jeden Fall auch. Wie gesagt, war Ende der gut und Staffel. ich hab auch das Gefühl, dass Prodigy über die Zeit besser geworden ist. Also die zweite Staffel hat mir noch mal deutlich besser gefallen als die erste. Das war schon, aber das ist irgendwie bei allen Star Trek Serien so, dass die erste Staffel ist immer so, ja, Ausnahme, Strange New Worlds, die ganz, ganz große Ausnahme. aber ansonsten, bei den meisten war es dann halt immer erste Staffel, ja, okay, ist ganz in Ordnung. Und mit der zweiten, dritten Staffel, wurden die Serien meistens erst deutlich besser. Ja, naja, also, wenn wir der Staffel jetzt irgendwie eine Note geben müssten, würdest du dich Ja. da schwer tun oder würdest du irgendwie, hättest du da eine Note im Kopf? Ich glaube, es wäre eine 2. Eine Ja. gute 2, ja. Ciao. Wär ich dabei, würde ich auch eine 2 geben. Ja. Ja. Ja, eine gute 2 hat mir gefallen und ja. Kann man definitiv, also ist durchaus auch eine Empfehlung, sich die anzuschauen, in meinen Augen. Ja, ich glaube, von vielen wird das dann immer so abgetan, von wegen, ah nee, ist ja für kleine Kinder die Serie und so weiter und so fort, gucke ich mir nicht an. Also, vielleicht denken manche Star Trek-Fans so, aber finde ich ganz und gar nicht. Also kann man sich auch wunderbar als Star Trek-Fan mittleren Alters definitiv auch sehr gut angucken und hat da seinen Spaß dran. Also, zumindest wir. Ja, Ja. absolut. So. Okay, dann war es das mal wieder sozusagen eine kleine Sonderfolge von uns hier, von unserem kleinen Podcast. Wir wissen halt noch nicht genau, wann wir uns dann das nächste Mal hören. Das war halt so eine spontane Sonderfolge. Was denn? Ganz wichtig, was mir noch eingefallen ist. Was denn? Nicht zuletzt gab es jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach auch das allererste Mal in Prodigy irgendwie eine Referenz zum Seriennamen. Es gibt jetzt nämlich eine USS Prodigy.
der Stimmt, Nachfolger von der Protostar. ja. Ja, und womit sie dann ihr eigenes Schiff bekommen haben, also um das noch kurz mit reinzubringen, das fand ich ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto, ja, okay, hier haben wir ein paar Kadetten, ja, ihr kriegt jetzt mal euer eigenes Schiff und rettet das Universum. Habt ihr ja schon ein paar Mal gemacht. Ja, Das genau. ist so. Durch die ganze Krise, die gerade in der Föderation ist, brauchen wir jetzt irgendwie jeden, der irgendwie irgendwas Ja. mit dem Raumschiff machen kann. Hier habt ihr euer eigenes Raumschiff, der Protostar-Klasse, und das heißt jetzt hier USS Prodigy. Und bitteschön. Ja, das war für mich so Ja. ein bisschen too much, aber dass die nun ausgerechnet USS Prodigy heißt, das fand ich wiederum ganz cool. Also, Ja. das, ja, Das und vor stimmt. allem, Weil sonst hat man sich mal gefragt, hey, warum heißt die Serie nicht eigentlich Star Trek Protostar? ja, Okay. also, es ist für mich immer noch keine Erklärung, warum die Serie Prodigy heißt, sondern einfach nur, ja, jetzt haben wir übrigens auch mal eine Prodigy. Ich glaube aber auch nicht, dass das von Anfang an so geplant war. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Aber also, warum die Serie Prodigy heißt und nicht der Protostar oder sonst irgendwas, ist mir nicht so ganz klar, ist aber auch egal. Es gibt jetzt eine USS Prodigy, das fand ich ganz cool, dass die jetzt nun sagen, ja übrigens, das ist jetzt das Notfall-Kommando-Hologramm. Also sprich Janeway, das Hologramm hat eigentlich das Sagen auf dem Schiff. Ja. Ich fand's witzig, aber ein bisschen too much. Also ein bisschen Ja. zu unrealistisch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut. Ja, das nur dazu nochmal. Das hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf und hatte es dann immer wieder Ja. verdrängt. Ja, richtig, ja. Ja, wie gesagt, war ein bisschen too much, aber egal, ich schwamm drüber. Genau. Genau, also worauf ich stehen geblieben, wir wissen ja natürlich noch nicht genau, wann wir uns mal wieder hören. Ich hatte Martin ja nahegelegt, mal Star Trek Resurgence zu spielen. Das Star Trek-Spiel, was wirklich auch eine sehr coole Story hat. Schauen Also, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich für den Durchgang gebraucht hatte. Hatte ich dir, glaube ich, mal gesagt. Irgendwie, ich glaube, 10 Stunden, 15 Stunden oder sowas, keine Ahnung. Aber war wirklich cool. Also als Star Trek-Fan auf jeden Fall sollte man das auch mal gespielt haben. Denn da wird eine sehr coole Star Trek-Storyline erzählt. Und wenn Martin das dann irgendwann mal gespielt hat, dann können wir darüber auch nochmal ein bisschen quatschen. Wobei ich das dann, glaube ich, auch nochmal spielen müsste. Ich glaube, so präsent ist jetzt die Erinnerung auch nicht mehr so. Ja. Egal. Ja, Aber also da. das Spiel ist definitiv nicht Kanon, ne? Offizieller Kanon. Nee. Ne, ich Sicher? frage nur. Ich weiß es nicht, das ist eine Doch. Frage. Also, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht, wie groß die Auswirkungen eventuell sind. Also ist es offizieller Kanon oder nicht? Ich meine, ich wüsste jetzt kein Spiel, was offizieller Kanon ist, kein Star Trek-Spiel, was irgendwie offizieller Kanon ist. Also, das Aber weiß, kann ich dir jetzt gar nicht genau beantworten, ob das jetzt irgendwie. Also, ich glaube schon, dass es sich an den Kanon hält. Also, dass jetzt nicht irgendwelche Sachen erzählt werden, die so im Kanon gar nicht sein können oder so. Das nicht. ja. Aber ob die Aber Ereignisse in dem Spiel jetzt dann. Ich glaube, genau. die haben nicht. Die Auswirkungen haben, glaube ich, nicht groß genug Einfluss auf irgendwelche anderen Ereignisse. Also ich Ist ja glaube, vollkommen ja. egal. Selbst wenn das Schiff an sich in dem Spiel da wäre, ob irgendwann mal dieses Schiff, und wenn es nur kurz erwähnt wird oder sonst irgendwas in einer Live-Action-Serie oder ähnliches, dann wäre es für mich offizieller Kanon. Tja. Also. Also es spielen auf jeden Fall jede Menge Charaktere aus dem offiziellen Kanon, spielen da eine Rolle. Aber Okay. will jetzt da nicht zu viel spoilern. Also sehr wichtige Charaktere aus dem Star Trek-Universum spielen da eine Rolle. Also, Naja, dann ist Naja. halt die Frage, ist das, also auch da dann wieder, ist es Kanon? Sprich, haben diese Charaktere im Nachhinein, wenn du die Biografie der Charaktere im Kanon-Universum lesen würdest, wäre das ein Abschnitt? Weiß ich Ja, nicht. Ja. aber okay.
Wie auch immer, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Eine gute Star Trek-Geschichte und dann könnten wir vielleicht uns dazu nochmal dann austauschen. Ansonsten wüsste ich jetzt wirklich nicht, wann wir uns das nächste Mal sprechen, außer natürlich zu Lower Decks, dann, nachdem wir uns die Staffel angeguckt haben, dass wir da nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Wir sprechen uns vorher, aber ob die nächste Podcast-Folge dann rauskommt, ja, das ist die Frage. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Ja. Genau. Gut, also das war, wie gesagt, jetzt nochmal so ein kleines Prodigy-Special von uns, dass wir uns da nochmal ein bisschen drüber unterhalten haben. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen restlichen Sommer und schmelzt nicht dahin. Schmelzt nicht dahin, genau. Lebet lang und kühl. Nein. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, wir freuen uns auch über Kommentare und dann bis bald. Mach's gut. Tschüss, Martin. Ciao. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.